Der Boss meldet sich zurück mit einer neuen Round. Gain like a Neek. Es kamen jetzt ja 2 Tage lang keine Videos. Das lag daran, dass ich ein paar Abonnenten Intros gemacht habe. Und dass ich einfach irgendwie... Ich habe 2 Nächte hintereinander durchgemacht. Hab dann am Tag geschlafen. Aber ich war dann irgendwie so müde und meine Eltern waren dann natürlich auch schlafen nachts, dass ich einfach nicht aufnehmen konnte. Und ich habe meinen Rhythmus einfach total durcheinander gebracht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das manche von euch kennen, wenn sie einfach die Nacht durchmachen. Alter, da geht gar nichts mehr. Das ist die Hölle. Man ist einfach den ganzen Tag, ist man so richtig müde, es sei denn, man schläft. Und dann hat man immer so ein schlechtes Gewissen, weil man halt den ganzen Tag verschläft. Ich meine, warum soll ich dann bitte die Nacht durchmachen? Ich habe das einmal gemacht, weil ich irgendwie so um 14 Uhr oder so aufgestanden bin. Habe ich mir so gedacht, ja, ganz ehrlich, ich gehe doch jetzt nicht so um 2 Uhr ins Bett oder so. Dann habe ich einfach die Nacht durchgemacht. Und dann morgens um 10 Uhr habe ich so gedacht, boah, nee, Alter, nie im Leben. Also mein Tipp, ganz ehrlich, mein Tipp an euch, geht vor der Aufnahme aufs Klo, weil sonst müsst ihr jetzt die ganze Zeit aufs Klo, so wie ich. Und macht auf gar keinen Fall die Nacht durch, weil ihr seht danach scheiße aus, besonders in der Schulzeit, Alter. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, wie man die Nacht durchmachen könnte. Es sei denn, dann ist die Schulzeit vorbei, Baby. So, es sei denn, man macht das vor einem Test. Da kann ich das verstehen, dass man die Nacht durchlernt. Dann immer weiter so, ne? Mach ich auch immer. Aber ganz ehrlich, das mit dem Durchmachen, das verstehe ich echt nicht. Zum Beispiel der liebe Daniel, ne? Der liebe Pergamins. Als der noch Ferien hatte, der hat jetzt ja seit 3 Wochen wieder Schule und ist da eine Woche bislang irgendwie hingegangen. Der hat oft durchgemacht. Jetzt habe ich mir einen Knopf gemacht. Der hat relativ oft sogar durchgemacht. Und ich kann das überhaupt nicht verstehen. Wie kann man so oft durchmachen? Ich meine, man ist danach total am Arsch. Ich habe das 2 Nächte hintereinander gemacht. Das ist mega heftig. Ohne Witz, Alter. Moment, bis gleich. Da sind wir anscheinend gestorben. Willkommen zurück zu einer White and Round Ender Games. Die Leute schreiben hier immer in den Chat rein, keine Teams, aber ohne Witz, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben ein Team in Ender Games gesehen. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe ganz ehrlich nicht, was die haben. Das mit dem Nachtdurchmachen ist echt so ein Ding. Oh, macht ihr öfters mal die Nacht durch? Weil ohne Witz, ich habe damit bis jetzt nur schlechte Erfahrungen gemacht. Gibt es da irgendwie so einen Trick oder so, dass man die ganze Zeit an so einer Autobatterie angeschlossen ist, damit man nicht einschläft? Weil entweder, also es gibt 2 Gründe, warum man halt die Nacht durchmacht. Es gibt erstens, man... Komm, wir machen uns, wir haben Zielsuche als Kid, deswegen nicht wundern, warum ich so komische Sachen mache. Es gibt erstens den Grund, dass man für die Schule was machen muss und dann sozusagen, wenn man total verkacken würde, gezwungen ist durchzumachen, dann verkackt man aber so oder so, weil zu wenig Schlaf, ne? Oder man wacht so um 16 Uhr auf und ist dann einfach noch nachts so wach, dass man locker die Nacht durchmachen kann. Aber ich meine jetzt sowas wie, ich meine, du wachst so um 9 auf. Und dann bist du theoretisch schon so um 24 Uhr müde, aber du denkst dir, oh, das ist also eine Masse. Du denkst dir einfach so, yo, ich mach noch eine Nacht durch, komm, easy. Easy Hustle Game. Nein, komm her! Fuck off! Amadeus! Alter, sorry, aber das war richtig heftig. Das war richtig heftig. Ich muss mich so krass konzentrieren. Mein Tipp an euch, versucht einfach so wenig wie möglich die Nacht durchzumachen. Ihr seid einfach an dem nächsten Tag gefickt. Und glaubt mir, ich spreche da aus Erfahrung. Ich konnte deswegen keine Videos machen. Gönnt euch das mal. Ich konnte, nur weil ich einfach keinen Bock hatte, früh ins Bett zu gehen, konnte ich keine Videos machen. Und hä, was ist denn das jetzt? Guck mal, wenn wir hier hinlaufen... Oh. Ich habe jetzt gedacht, wir werden hier zurückgeschleudert. Egal, YOLO. Der nächste Spieler ist ein paar Blöcke entfernt. Das ist doch mal ganz gut für uns. Ich sollte mich ja auch nochmal zu dem Thema Animes aussprechen. Und ohne Witz, es tut mir leid für alle Anime-Liebhaber, aber ich kann rein gar nichts mit Animes anfangen. Wirklich überhaupt nicht. Ich kann mich kein Stück in diese Materie hineinfinden, da für mich Animes
immer so ein bisschen pornografisch sind. Und als Kind zum Beispiel auch, war es ganz ehrlich, es war mir peinlich, vor meinen Eltern Animes zu gucken. Ich habe immer so Sachen geguckt wie Cosmo und Wanda, aber Animes habe ich nie geguckt. Nie! Ich habe nie Animes geguckt. Ich hatte auch, auch so als DVD-Story, ich hatte Beyblade. Ich hatte Beyblade als DVD, das war ein Anime, weil ich halt damals echt ganz gern Beyblade gespielt habe. Nein! Ja, komm, Alter. Easy. Ich habe auch immer noch das Problem, dass mir keine Skins von den anderen angezeigt werden. Ich weiß gar nicht, warum. Ganz ehrlich, das ist doch so ein Abfuck. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich halt so krass Shader Optifine Forge und so benutze oder so. Außerdem ist mir auch echt aufgefallen, dass in letzter Zeit ich mich sehr, sehr stark in meinen Videos immer über Sachen aufrege. Ich habe jetzt gedacht, ich rede einfach mal über Themen, wo ich einfach so ein bisschen drüber reden kann und nicht die ganze Zeit drüber flame. Aber ganz ehrlich, für jeden, der das The Crew Video geguckt hat, ohne Witz, The Crew, ich war so enttäuscht, als ich das gespielt habe. Ich war so enttäuscht. Das ist, ich habe mich echt schon so ein bisschen drauf gefreut. Wirklich, das war so mein kleines GTA. Wisst ihr, GTA kommt ja so im Dezember und da habe ich auch schon ganz viele Videoideen und ich habe mir so gedacht, oh, The Crew hat so eine große, tolle Welt. Ach komm, guckst du es dir mal an und alles und vielleicht ist es ja ganz geil. Die Trailer sahen so geil aus. Aber dann habe ich so gespielt und ich habe mir einfach gedacht, hä? Was spiele ich denn da? Ohne Witz, was habe ich da für einen Scheiß gespielt? Ihr habt es ja bestimmt auch in meinem Video gesehen. Ich habe ja mega krass darüber geflamed und das war nicht einfach so irgendwie, das Spiel ist scheiße, Flame, sondern das war ein wirklicher Flame. Ich habe mich echt extrem aufgeregt, ich war enttäuscht, ich war entsetzt, wie Ubisoft da versucht, uns das Geld aus der Tasche zu ziehen. Weil, ganz ehrlich, das ist für mich kein Spiel, was es sich lohnt zu kaufen, es sei denn, man mag große Welten, aber die Welten bestehen einfach nur aus ganz linearen Straßen, also Straßen, die sich kaum irgendwie voneinander unterscheiden. Von wem werden wir denn da? Dummer Bastard. Ganz ehrlich, was ist denn mit dir los? Ey, Mann! Ich kann nicht normal über irgendwas reden, ohne dass wir dann direkt kaputt gefickt werden. Oh, Mann. Außerdem war der Typ im Boden. Das war doch auch nicht fair. Ey. Ich habe jetzt ganz vergessen, worüber ich geredet habe. Ich fange einfach mal wieder bei Animes an. Also bei Animes, da habe ich so ein kleines Problem mit diesem... Oh, Nibelnik. Mit diesem, wie soll ich sagen, mit diesem Animationsstil auch. Und einfach, wie diese Charaktere aussehen. Das ist mir total fremd. Mit den großen Augen, mit diesem ganzen Zeug. Ich habe das Kit High bekommen. Oh, ich hab gar kein Kit ausgewählt. Oh, das ist mir einfach so ein bisschen fremd. Ach, alle Animes, die ich geguckt habe, auch so Dragon Ball Z und so, ich finde, oder sie, ach, was weiß ich, heißt auch DayZ. Ich fand das bis jetzt so ein bisschen langweilig, wenn ich ehrlich bin. Natürlich, als Kind findet man vieles cool. Oh Gott, nein. Ich hoffe, wir werden getauscht. Das ist die Hölle hier unten. Als Kind, natürlich, fand ich auch sowas ganz cool. Da habe ich auch mal ganz gerne so bei Pokémon vorbeigeschaut. Aber ich habe jetzt nie wirklich aktiv Pokémon geschaut, sondern halt mehr so, ach ja, bei Pokito kommt jetzt irgendwie Pokémon, schau es mal vorbei. Aber mehr so, boah, um 18 Uhr kommt SpongeBob auf Nickelodeon. Boah, Alter, da freue ich mich so, da freue ich mich so krass drauf. Ne, so war das eher früher bei mir. Aber so Pokémon war mehr so, ach, ich komme von der Schule, was soll ich machen? PlayZ 2, ich schaff da eh kein Level aus Asterix und Obelix. Ja, gehe ich einfach mal von Fernseher, mal gucken, was da so läuft. Und da kam halt größtenteils Pokito. Oder auf Super RTL. Damals noch, ich hatte jetzt relativ früh immer Schule aus. Boah, was war denn das? So Togolino hieß das, glaube ich. Mit so kleinen. Die Backyardigans oder so ein Scheiß. Backyardigans. So richtig, so ganz ekelhaft animierte Viecher, die so, also ich fand das einfach mega hässlich. Ich konnte mir das nicht angucken und dann habe ich halt einfach Pokito geschaut, da kam dann halt Pokémon, das fand ich immer ganz gut, aber aktiv habe ich noch nie ein Anime geschaut. Es gibt ja, wie heißt der Scheiß, Shadow of the Colossus oder sowas oder Death Note oder diese ganzen Sachen. Halt, ich kenne mich null damit aus, ich habe mich nie damit beschäftigt, aber mich im Prinzip...
Was habe ich, genau, mein Nachbar Totoro habe ich geguckt. Das war richtig gut. Das hat mir auch richtig Spaß gemacht, mir das anzugucken, weil das halt einfach ein guter Film war und nicht so, ho, ho, Sokoro, ho, Sokoro, si, kawaii, Shankuro, Sokoro. Und dann kommt dann jemand mit so einem Schwert an und lädt dann irgendwie sein Sch... Ich hab grad gedacht, da war einer. Und dann lädt dann irgendwie sein scheiß Schwert auf und dann macht er, ho, ho, Sokoro, 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 Sokoro. Und dann kommt er irgendwie an, macht dann irgendwie ein paar Haiwan-Wörter, sagt dann Jingo Sukurusu! Und dann kommt dann wieder so eine Tuss an mit so mega den Tits und sagt dann Ah, Shakar Sukurusu! Und dann ficken die irgendwie oder irgendwie sowas. Das ist für mich ein Anime bis jetzt gewesen. Ich hab immer, wo ich Animes geschaut habe, kam, also, oder kennt ihr hier von Giga Robin vs. Animes? Da hat er ja auch so ein paar Sachen gezeigt. Und das ist einfach für mich genau dieses Klischee, dass bei Animes es einfach nur darum geht, irgendwie so ein paar halbnackte Weiber zu zeigen, die die ganze Zeit an ihren Titten rumdrehen oder was weiß ich. Ich finde sowas einfach, mich spricht das nicht an. Ich kenne ja auch kein Anime so in der Form. Ich kenne ja nur diese Vorurteil-Animes, aber wirklich interessieren tue ich mich ja auch nicht dafür. Das tut mir jetzt auch leid, dass ich halt nicht so darüber schwärmen kann, wie sehr ich Animes liebe, aber jemand hat mir halt einfach geschrieben, ja Karl, sag doch mal bitte was zu Animes, und dann habe ich mir gedacht, ja okay, sag ich halt was. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, was ihr von Animes erstmal haltet und was ein guter Anime ist, damit ich mir auch mal sowas anschauen kann, weil wenn ich irgendwie eingebe Anime, da kommt Naruto, One Piece und Dragon Ball. Und das ist für mich nicht wirklich interessant, wenn ich ehrlich bin. Kann ich mir eigentlich aus dem Kürbis irgendwas machen? Nein, kann ich nicht. Für mich ist einfach sowas nicht interessant. Weil, weiß ich, schreib mir irgendwas in die Kommentare auf jeden Fall. Ich würde mich freuen. Oh, geil, was ist das denn? Sind es so neue spawnable Dinger? Spawnen die jetzt einfach so, oder ist es vom Gommes-Server? Sieht auf jeden Fall cool aus. Das gefällt mir. So. Da haben wir gefailt. Da haben wir gefailt. Oh, wir hätten uns gar nicht... Wir hätten uns einfach auch Diamantschuhe machen können. Nee, hätten wir nicht. Ihr merkt doch schon, ich bemühe mich jetzt auch ein bisschen ruhiger zu sein und nicht über jeden Scheiß zu flamen. Besonders auch, ganz ehrlich, warum sollte ich über Animes flamen? Ich hatte bis jetzt keine schlechten Erfahrungen mit Leuten, die Animes geschaut haben. Ich bin alles ganz normale Menschen, ne? Hier, guck mal, zum Beispiel Elotrix, der schaut ja auch One Piece, aber ist One Piece wirklich so gut, wie alle sagen, oder ist das einfach nur irgend so eine Serie, die man sich als Kind angeschaut hat und jetzt total coole Erinnerungen davon hat? Davon gibt es ja auch irgendwie so 900 Folgen, ne? Habe ich auch mal gehört. Total heftig. 900 Folgen, ich meine, ich habe mir die Folgen, die, wie viel sind das von South Park? So um die 200 Stück sind das ja. Die habe ich mir in einem Monat gegeben, weil ich halt so ein riesengroßer South Park-Fan bin. Ich habe mit South Park angefangen, da war ich 11. Und da habe ich mir alles noch auf Deutsch angeschaut. Und dann habe ich angefangen... Oh nein, komm, ganz ehrlich, das wollen wir doch beide nicht. Komm her. Komm her. Komm her. Free stuff, bitch. Wir sind da echt noch gar nicht so gut dabei, aber ich finde diese Eisklötze eigentlich ganz cool. Ich finde die wirklich richtig cool. Die gefallen mir mega krass. Ich habe mit South Park angefangen, da war ich 11. Da habe ich mir alles auf Deutsch angeschaut und dann, wo ich 15 war, habe ich mir das auf Englisch angeschaut, weil ich einfach finde, dass die englische Synchronisation besser ist, wie so oft. Außer bei 22 Jump Street, da ist die englische Synchronisation Schrott. Das hat auch sogar eine schlechtere Filmbewertung deswegen, ne? Das hat irgendwie so 7,8 und auf Deutsch hat es so 2,4 oder so, also total, 8,4. So wird das gemacht! So und nicht anders!